Welche suchst du denn? Da ist meine kleine Kameratasche. Ach so. Sollten wir den Umgang mit diesen Toten anscheinen? Gott schütze das Reich. Die freudige Botschaft, dass wir den großen Teil unseres Heeres von der großen Schlacht heimführen. Treten wir, die Erfahrung, aus Kaiserin und Gemahlin des Verstorbenen, im Sinn des Reiches in die alleinige kaiserliche Vollmacht und Vormundschaft, bis unser königlicher Sohn, Otto der Dritte, die Vollmacht. Auf die ahnungslose Nachhut erstattet, als sie sich heute uns im Schauplatz aufstellt. Nur das Rauschen des Saales füllt das Tal, als ob der Fluss mit seinem Opfer ganz allein ist. Alle stehen wie Hilfe. In die Tiefe der Bucht, an den Ufern, bis weit die Hänge hinauf. 6000 Mann. Wir haben uns heute eine Menge vorgenommen. Wir wollen eine etwa 50 Kilogramm schwere, pyrotechnisch besonders ausgestattete Liedenkugel über Weißensees Firmament in nordwestliche Richtung, also in diese Richtung schleudern, etwa 300 Meter weit, brennend wie ein Komet. Die Einschlagstelle, wo unsere Kugel niederfliegt, hat etwa die Größe eines Fußballfeldes und wurde vom Rodeburg-Verein angebrachtet. Im Wurfgebiet steht unsere Security und auch Mitglieder der Feuerwehr. Wir haben, um in der Nacht besser sehen zu können, und auch das ist ja heute noch üblich, leider, auch sogenannte Leuchtspurmunition, und auch so eine Leuchtspurmunition, also eine brennende Kugel, eine Feuerkugel, werden wir heute werfen, um zu sehen, ob die Kugel auch tatsächlich in der Burg, die wir beschießen wollen oder wie auch immer, einschlagen. So, und jetzt will ich mal die Ritter und Damen etwas sporadisch vorstellen. Man kann im Übrigen auch, wenn man nicht möchte, dass sein Kind vorm Computer auch seinen Knaben die Rittergruppe in die Schule schicken, wo man ritterliche Lebensweise, Kampf und ähnliches lernt. Sehen, die Werbemaschine läuft einmal frei. Und was stellst du da? Ich bin zurzeit ein Knappe von Lobdeburg. Von Lobdeburg bei Jena. Gut. Okay, jetzt haben wir noch einen jungen Recken hier. Ja. Wie heißt du? Also Martin Bode ist der Zivilname und im Verein stelle ich den Ritter Hartung von Erfer dar. Ja, das sieht natürlich alles mordsgefährlich aus und wer bei so einer Rittergruppe mitmachen will, kann natürlich als Koch auch mitmachen. Das ist vielleicht nicht ganz so gefährlich. Wobei man hier wieder deutlich sieht, 2 gegen 1 äußerst feige. Und jetzt wird die Schlinge am Wurfarm befestigt. Das sind also alles Prüfe auf, die theoretisch nicht reisen durften. Mit diesem Seil wird der Wurfarm jetzt an der Bodenkonstruktion der Steinschleuder arretiert. Das Rackern, welches Sie gehört haben, das sind diese eisernen Zahnräder, eine Erfindung der Araber aus dem 13. Jahrhundert, die ermöglichen, dass der Wurfarm nicht zurückfliegen kann. Das sind diese Eisenteile, wo ein Haken immer weiter reingeht. Die eigentlichen Erfinder dieser großen Wurfmaschinen waren die Chinesen. Und statt dieser Räder
die Wurfarme nach unten gezogen haben, hatten die Chinesen etwa 200 bis 250 Leute, die mit Manneskraft diese Hebel runtergezogen haben. Die Chinesen hatten nur noch viele Menschen. Nur noch kurz die Geschichte aus Helsinki, Finnland, also da, wo die Elche. Na? Und da fragte ich das Publikum, als Amstel, ist denn jemand da, der noch weiter entfernt ist? Da meldete sich einer, ja, ich. Sag, wo bist du her? Ich bin aus München. Ja, genau so gedacht habe ich auch. Gut, Jungfrau, wie heißt du? Ich heiße Elli. Und du kommst aus? Tokio. Aus Japan. Aber was machst du jetzt hier in Thüringen? Ich studiere hier, ne? Und wo studierst du? Da waren wir gerade gestern, ne? Germanistik! Alle ausgeführt, keine deutsche Sprache, unglaublich viele, ich kriege das nicht auch so hin. Ich glaube, in Japan hat doch so Schutz, unglaublich viele, ja? Und dann die deutsche Sprache, oh Gott, ich muss so sein Kopf frei! Ja, aber na gut, wir haben ja auch großdeutsche Dichter, ja, wie Heinrich Hetzold von Weißensee zum Beispiel, oder Johann Wolfgang von Goethe. Dass sie so zahlreich bei diesem Mistwetter erschienen sind, haben sie ihnen eigentlich Beifall verdankt und vor allem bedanken wir uns bei Michael für seine Moderation am heutigen Abend und natürlich auch beim Ritterbund und bei unserer Mannschaft, die hier gespannt hat. Wir sind jetzt eigentlich soweit. Ja, sie machen ihre Kameras scharf, legen ihre Filme ein. Wir können das jetzt nicht nochmal wiederholen auf die Schnelle. Dafür haben Sie sicher Verständnis. Wir hoffen, dass die Kugel nicht in der Kleingartenanlage landet. Nimm gleich nach. Hartmut, was sagst du? Probieren wir es mal. Die Lunte ist noch trocken, ich bringe mich in Sicherheit. So, nicht erschrecken, es knallt nebenbei noch. Und? Ab! Das Warten hat sich doch gelohnt. Ja. Wir haben noch ein bisschen Bedenken, dass der Wind uns die Kugel abgetrieben hat. Aber jetzt kriegt gleich eine Nachricht von Thomas Reinhardt. Er hebt den Daumen, den er hebt, die Kugel jetzt nicht nur runtergekommen, sondern perfekt gelandet. Wenn wir Fragen haben zu Einzelheiten, wir unterhalten uns gerne noch und empfehlen uns weiter. Vielen, 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 vielen Dank.